Hier, dann brutzel mal mit, damit die Torte auch fertig wird. Ja. Aber mit 60 Torten können wir, glaube ich, erstmal ein bisschen was anfangen. Die müssen ja, wenn die dann mal alle gemacht sind. Ja, ja. Ja, aber es ist jetzt, wir sind jetzt nicht darauf angewiesen, dass die Viecher hier sofort volle Möhre produzieren. Die Rohstoffe. Ja, wie gesagt, ich hatte ja mit der zweiten Base, wo ich auch durchgehend Eier und sowas hergestellt habe, auch schon gut vorgearbeitet. Naja. Da haben wir ein bisschen Puffer auf jeden Fall. Ja, wir müssen dann auch mal zusehen, dass wir hier diese ganze Landwirtschaftsgeschichte an den Start kriegen in dem Lager. Ich meine, wir haben jetzt hier die Zucht wieder am Laufen. Oder sind gerade dabei, das zu starten. Eine Zuchtstation reicht ja eigentlich, oder? Ja. Kann man auch machen. Eigentlich produziert eine Zuchtstation mehr als genug Eier. Wenn du jedes Mal 2 Stunden warten musst. So, das heißt, das kleine Kativa, das ist ja das Männchen, das treibt es mit dem großen Drachen. Ja, das Kativa tut er so ein bisschen reinpumpen. Das könnte sich zwar vermutlich auch komplett drin verstecken, aber... So, was sagen die anderen Eier? 42 Minuten. Also was ist das ja eigentlich für ein Chickipi, was hier rumrennt? Na, das müsste schon das Bessere sein, nur nicht. Nein. Einfach abgeknallt, fangst du auch. Ich habe keine Sphären. Ich auch nicht. Dann lass doch rennen. Bist du des Wahnsinns? Ja. Also ich hätte schon mal 4 Chickipis in der Maschine für dich. Mhm. Ja, wir brauchen jetzt nächstes dann 32, hat man warum gesagt. Kannst du jetzt mal hier drüben eine große Box zu dem Ding stellen? Ja, muss ich gleich mal Material holen. Jetzt übrigens nochmal die Frage, wollen wir ein Bärenfeld haben oder wollen wir stattdessen in die Farm ein Handwerksmeister Capriti reinpacken? Dann brauchen wir jetzt wohl eine Farm. Wieso? Weil in einer Farm passen nur 4 Tiere. Was hast du schon getestet? Ja. Ja, das hatten wir das letzte Mal schon getestet. Okay. Das lag nicht daran, dass deine Farm irgendwie broken war? Nein. Hä? Ah, das ist die Hoffnung, Robert. Oder? Wohin rennt das hier? Steht da, weidet. Aber die Biene macht Pause. Nee. Da holt die Biene, sucht Arbeit. Und die kommt aber nicht rein. Ach so. Die Biene betätigt sich jetzt als Träger. So, ich brauche Holz und Fasern. Also einen Baum fällen. Na gut, dann nehme ich das Capriti wieder raus. Oder wir nehmen das Melpaka raus. Wir können noch eine zweite Farm bauen. Da, wo wir die zweite Zuchtfarm bauen wollten. Ja, ich sag mal, wenn wir sowieso noch Felder anlegen wollen, dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm. Wenn wir jetzt dann auch ein Bärenfeld damit hinbauen. Weißt du? Okay. Dann machen wir das so, wie du es gerade entschieden hast. Dann nehme ich das Capriti wieder raus. Sag mal, wieso fällt denn jetzt hier alles auseinander? Ich habe das doch eingestellt, dass es nicht auseinanderfällt. Wie? Wo? Was? Ja. Bricht es bei dir da oben auseinander, oder was? Ja, die Stühle, die ich gebaut habe, sind jetzt gerade auseinandergefallen. Hm. Aber die Fundamente kriegen keinen Schaden, oder? Das kann ich gerade nicht sagen, kann ich nicht beurteilen gerade. Na, wenn keine Lebensenergie angezeigt wird, kriegen sie auch keinen Schaden. Also die Fackeln sind auf jeden Fall noch bei 1000 von 1000 hier. Wer hat hier gerade diesen fetten Typen reingepackt? Ich hab den da reingeschmissen. Was bringt der? Das ist ein guter Läufer.
Sagt mal, wollen wir dieses Raindrix behalten oder für was haben wir das drin? Wegen Holz oder auch wegen Eis? Also Kühlung? Wegen Kühlung, glaube ich eher, oder? Keine Ahnung. Also keine Ahnung, ich habe die Viecher nur mal alle rausgenommen, die vorher drin waren. Wir können das komplett umgestalten, weil wir jetzt zwei Basen haben. Produziert denn die Bigard jetzt eigentlich wieder Honig? Ja, sieht so aus. Da hinten, das ist Honig, oder? Ja. Die Bigard, ob ihr Honig produziert? Danach auf jeden Fall jetzt Honig rum. Ja, wir haben jetzt immer noch 500 Honig übrig übrigens, ne? Also Eier und Milch haben wir ordentlich dezimiert, aber den Honig kriegen wir gar nicht weg. So viel Honig wie wir haben. Eine Mazarina schlüpft auch noch aus einem gewöhnlichen Ei. Das kann sein, ja. Ist ja, normal, ja, weil es ein normales ist. Ist ja ein normaler Pell. Ja. Das heißt, es ist auch in 10 Minuten fertig oder 6 Minuten sogar. Ja, insgesamt. Weil ich meinen Vogel reingeschmissen habe. Okay, also ich soll nochmal einen Schrank bauen irgendwo, hast du gesagt. Ja, Totalbox. In diesem Lager hier. Ja. Dass ich hier mein Inventarzeug da reinschmeißen kann, dass wir hier leichter bauen können. Dass ich so ein bisschen, was ich immer dann dabei habe, rüberschmeißen kann. Okay, brauche ich 20, 50, 20. Ja, dann bauen wir doch die Felder hier drüben auf die andere Seite, oder? Oder wollen wir die Felder bauen? Weiß ich nicht, habe ich mir jetzt noch nicht überlegt. Wieder. Ja. Steffi. Was ist grüne Sphären? Ich hab genug. Ich hab mich bedient am Lager. Bist du noch hier daheim und kannst mir ein paar grüne Sphären abgeben? Grün. Warte mal. Ich hab 18. Alle? Und zwar ist keine Nespirin da. Ja, 18 habe ich. Ja, kann ich die bitte alle haben? Alle? Ja. Oh. Aber die brauche ich ja jetzt eigentlich auch für die Melpacas und so immer die ganze Zeit. Was willst du denn machen, Jens? Ich wollte mir ein gutes Celebri fangen, dass ich mir dann einen Melpaka züchten kann, ein gutes, was wir aufwerten wollen. Na, das Calbretti habe ich doch, hatte ich doch eben schon eins drin. Das hat das doch... Was? Was haben wir gehabt? Handwerksmeister. Das ist ein Mädchen-Handwerksmeister. Wo drinne? Bei wem? Ich hab's wieder ins Lager gepackt, aber es geht dann halt in die Farm rein. Ja, dann hole ich mir doch ab. Alles gut. Aber haben wir denn noch keinen Produktionskram? Habt ihr noch nicht wieder gebaut? Ne, wir haben noch keine Dings wieder gebaut. Keine. Aber ich muss dann schauen, ob es nicht sogar nein, das ist kaputt, wie ein Zellerei. Wollte ich haben. Ach so. Da habe ich glaube ich kein gutes. Aber ja, da kannst du doch blaue Sphären nehmen für die, oder? In die mit blauen Sphären? Die gibt's doch am Strand, an den in Startgebieten, kriegst du die schon auf Level 3 und so. Achso, so ein Flugvieh. Ja, diese fliegenden Viecher. Ja. Aber dafür brauche ich einen Pistolenschuss, dass ich die auch ein bisschen schwächen kann. Ich glaube, mit der Pistole Level 3 machst du es platt, du musst ja einen Bogen nehmen. Oder schmeißt die Sphären drauf. Ja. Du musst es ja nicht schwächen. Wo haben wir denn die blauen Sphären? Wahrscheinlich bei der Steffi in der Tasche. Egal, Steffi. Hat ich jetzt auch einen Händler gehabt? Hat jemand einen ganz normalen Händler? Ich habe einen fahrenden Händler. Ja, den. Nee, der Händler aber keine Fallsfänge, glaube ich, oder? Weiß egal, ich kann da einfach schnell ins Dorf reisen. Ich habe einen fahrenden Händler hingesetzt und der hat.
Der verkauft keine Sphären. Ja, dann reise ich kurz ins. Aber der verkauft Knochen und Horn und so ein Kram. Medizin, Eier. Also Robert, ich hab dein Geld dabei. Ist gut, ich brauch's nicht unbedingt. Das ist gut. Wie viele Eier wollen wir jetzt noch produzieren lassen von Kativa und... Wenn das Tier jetzt da gut ist, was drin ist, was es mir gleich ausbrüten, dann gar Überfall. Kein... Legendärer Wilderer-Trupp. Überfall. Die sind oben bei dir gespawnt, Florian. Nee, und ich habe keine Munition. Die müssen unten sein. Ja, es muss mal jemand was machen. Die haben Panzerfäuste. Irgendjemand muss mal mitkämpfen hier. Ja, ja, ich schieße einfach mit die Menge und hoffe, dass ich da irgendwas treffe. Der Spawnpunkt von den Viechern übrigens ist jetzt genau da, wo der Florian. Also hier zwischen den Bases gibt es jetzt einen Spawnpunkt. Einer ist tot. Ich hab auch schon ein, zwei erwischt, aber. Ach du Scheiße. Nee, einen habe ich schon erwischt gehabt. Der Große ist tot. Ich bin tot. Kann mich jemand aufheben? Ja. Unterwegs. Okay, das ist natürlich kacke, dass die jetzt mitten in der Base spawnen hier. Aber ganz ehrlich, da könnte man sie vielleicht sogar einsperren. Kann mich jemand aufheben? Nee, ich kann dich nicht aufheben, ich bin selber tot. Ich muss mal gucken, wo ihr liegt. Ich grabe jetzt zum Ausgang. Ja, aber was ist das denn für eine dumme Scheiße, dass die mitten in der Base spawnen? Ich bin halt vom Kampfgeschehen ein bisschen weg. Ich wurde weggebracht, Florian, sorry. Ich hab's gesehen. Danke. Ja, der Florian liegt da drüben. So, haben wir es gewonnen. Sieht so aus, aber die Pads sind auch alle tot, oder? So, hebt mich noch jemand auf, bitte. Wo bist du denn? Steffi ist schon dabei. Oder auch nicht. Da liegt noch einer von uns. Ich heb dich mal auf. Ich muss sagen, das war sehr ernüchternd, dieser Überfall. Ja, vor allem, dass es halt gleich legendärer ist. Na gut, es ist halt, weil wir Level 39 sind. Ja, aber das hatte ich im Singleplayer ja auch schon, dass dann, da war ich noch nicht mal Level 15, da sind Relaxaurus, was weiß ich, was für welche gespawnt. Müssen mal gucken, die haben ja jetzt, das einiges ist kaputt gegangen. Oder? Sind ja. Die Fundamente doch nicht kaputt gegangen? Warte mal. Ich sehe es halt nicht, ob irgendwas die normalerweise müsste es ja immer anzeigen. Noch bei 1000. Okay, dann doch nicht. Die sind genau hier unten drunter gespawnt. Hier in der Mitte. Genau in dem Moment, wo ich mit der Bar eigentlich fertig geworden bin. Das weiß ich nicht, ob das was damit zu tun hat. Die wollten doch alle bloß ein Bierchen trinken. Ja. Hätten sie einfach bloß freundlich fragen brauchen. Ja, du weißt doch, wie. Aber die Pals müssen wir jetzt alle in die Box zurück tun, damit die wieder leben. Wir können sie auch in die Hosentasche stecken und schlafen, dann sind sie auch alle geheilt. Ja? Ja. Ja, Betten gibt's noch keine. Dann. Dann nicht. Ja, die von der Lebensmittelfarm nehme ich immer mit. Ja, ich habe hab die zwei Anubis jetzt bei mir. Ich habe mal meinen Händler wieder eingesteckt. Das heißt. Das Maschinengewehr, das stationäre, muss in die Mitte zeigen. Aber hier, das Mozzarina ist doch top, oder?
Ja, das ist super. Handwerksmeister und Arbeitsvieh, das, was du gerade rausgeholt hattest. Genau, das soll jetzt da gezüchtet werden mit einem Sellerei. Aber dafür brauche ich jetzt ein blaues Pferd. Das Mozzarella soll gezüchtet werden mit einem Sellerei. Ja, das gibt einen Alpaka. Ich habe mal in die Stahltruhe hier vorne blaue reingetan. Komm. Und das macht Pistolenmunition. Naja, 20. Aber warte mal, Pistole nehme ich ja gar nicht. Kannst du haben. Warte. Ist aber dass dran. Wir jetzt hier nicht regelmäßig mit solchen Angriffen rechnen müssen. Ja, vorher war es ja immer so schön ruhig und jetzt plötzlich. Plötzlich Halligalli trinkt auch Party, gell? Naja, so. Vielleicht, es gab da auch ein Update, oder? Vorgestern oder so? Weiß ich nicht. Ich brauche Nägel, Holz und Stoff für Betten. Mhm, haben wir hier. Aber hoffentlich die hochwertigen Betten direkt, ne? Natürlich brauche ich die hochwertigen, die komfortablen Betten. Wenn schon, denn schon. Wollen die Ultrabetten. 40 Nägel, 40 Stoff und 200 Holz. Und 80 Fasern. Braucht das eigentlich noch jemand Gewehrmunition? Ich habe gar keine Munition. Dann habe ich 200 dabei, das reicht. Einmal Hälfte, Hälfte hier. In der äußersten Holztruhe. Mhm. Ja. Brüderlich geteilt, schwesterlich gesprochen. Mhm. Aber witzig, der Robert hat gemerkt, dass das tatsächlich so ist, ne, Robi? Ja. Dieser Spruch spiegelt die Wahrheit wieder. Ja, bei unseren Mädels ist das tatsächlich so. Und das war bei meiner Schwester mir damals auch so. Frauen eigentlich nur ein schlimmes Pack. Tja, jeder ist sich selbst am nächsten, ne? Das ist nur unter Mädchen so. Das ist auch, ich weiß nicht, bei uns war das früher überhaupt kein Problem. Also bei uns Jungs, je mehr wir waren, umso besser war es, zusammen zu spielen, ne? Und da war überhaupt kein Problem, selbst wenn wir 10 Leute waren, zusammen zu spielen. Und bei den Mädels ist, wenn da 2 Stück zusammen spielen und da kommt eine dritte dazu, da ist das schon der übelste Zickenkrieg hier. Also Mädchen scheinen tatsächlich ein bisschen anders zu sein. Alter, ich kann auf die eine Kiste nicht zugreifen. Auch vom Vogel aus, wie jetzt gefallen ist, gerne mal so leicht. Was ist denn jetzt hier für ein komisches Ei drin? Das grüne ist für das Melpaka oder was? Das saftig grüne Ei? Was? Da ist ein saftig grünes Ei drin, was hier ausgebrütet wird aktuell. Wird da nicht das feuchte Riesenei schon ausgebrütet? Nein. Nee, wir haben einen Haufen heiße Eier, die hier ausgebrütet werden. Aber dann müssen wir ja tatsächlich auch ein bisschen darauf achten, dass wir nicht nur hier Handwerksmeister und so weiter in der Base haben, sondern halt auch Festungskommandant oder irgendwie sowas, ne? Naja, das Problem ist, dass die Viecher, die wir jetzt alle gezüchtet haben, die sind halt alle Level 1. So. Die sind halt alle instant gestorben. Achso, ja, ne. Die Gegner waren alle Level 36 aufwärts. Ja, oder man nimmt halt mal in die Tasche, geht mal einmal zum Boss und dann sind sie zack schon Level 20, weißt du? Ja, müssen wir halt mal zum nächsten Boss. So, lege ich weg auf meinem Viech. So, Robert, was sagst du eigentlich zu der Bar da oben? Der Viech verbraucht deine ganzen Salzbeeren. Hab ich doch vorhin schon gesehen, Florian. Ich hab das schon 30 hier getan. Ja, aber noch nicht voll ausgestattet, wie sie jetzt ist. Warte, dann guck ich mir das mal an. Wie bitte? Ich hab nur noch 18. Ich hoch. Tja, wenn du das so inflationär verbrauchst. Ich hab aber nur drei Viecher gefangen. Ja, also bei der Performance, also da musst du ein paar Runden laufen und selber sammeln. Was? Mit was für Preisfähren hast du jetzt da bloß 3 Viecher gefangen? Mit blauen, weil ich meistens daneben geworfen habe. Jens, es muss schon funktionieren. Sieht gut aus, auf jeden Fall. Top eingerichtet. Danke. Ich hoffe, das bricht nicht wieder alles auseinander hier, der Mist. Nee, bis jetzt. Wahrscheinlich war da irgendein Pell in der Nähe, was den Stuhl kaputt gemacht hat. Der Steffi auf dem Vogel fliegen und die Viecher zu fangen war gar nicht so einfach. Dann steig halt ab. Ich wollte gerade sagen, steig ab. Aber ich habe schon ein gutes gefangen, also von daher alles gut. Okay. Man kann sich hier gar nicht hinsetzen, Florian. Ja, das ist halt bloß Dekoration. Vielleicht kommt das noch mit einem Update, dass man sich auf die Stühle sitzen kann.
Aber es sieht gut aus. Ich weiß nicht, wollen wir es vielleicht dann doch einfach so machen, dass wir halt einen Raum machen, wo alle Betten stehen? Oder wird es jetzt wirklich überall ein Schlafzimmer bauen? Für jeden eins? Keine Ahnung, hätte ich schon gemacht. Ich habe damit kein Problem. Sag mal, ist die Pellbox hier kaputt? Ja, die hat Schaden genommen. Perfekt. Ja, besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Ja, mein Anubis hat jetzt übrigens auch 3 Level gemacht, obwohl es ziemlich schnell gestorben ist. Hm. Ich brauche Torten. Wieso produziert ihr keine Torten mehr, sobald alle 4 tot sind? Wer hat denn hier das B-Guard gezüchtet? Wie? Wo? Was, Robert? Da war ein B-Guard, kam da jetzt raus. Achso, nee, das war ein gefundenes Ei vermutlich. Achso. Ich hatte da vorhin ganz viele gefunden. Achso. Ich hoffe, ich habe das Mozzarella-Ei jetzt da reingesteckt. Was ist da reingesteckt? Hier das Mozzarella-Ei. Das hat sich doch schon längst ausgebrütet, oder? Ja, aber wir hatten ja noch ein zweites. Die haben ja noch eins produziert. So. Aber wir können natürlich auch das Ei wieder rausnehmen. Oh, 6 Minuten. Also diese 6 Minuten Dinger, die können wir ruhig mal hintereinander wegmachen jetzt, oder? Ja. Ich würde gerne auch ein paar kannst du deinen Vogel hier mit dran schmeißen? Ja, ich wusste nicht, dass das B-Guard... Das kann übrigens gar nichts. Was hast du gesagt, Jens? Vogel an die Torten. Ein Vogel ist tot. Ach. Kannst du nicht scheiß Vogel dran werfen? Der ist auch noch 2,5 Minuten tot. Ich habe noch andere Vögel, warte. Da. Ja, jetzt wird selbstzerstörerisch in Grobian und Arbeitsviech, aber. Ja, aber Arbeitsviech ist doch gut. Ja, aber das Grobian und selbstzerstörerisch schaltet der wieder den Rest. Ja, wo wollen wir denn jetzt die Felder eigentlich hinbauen? Einfach auf die andere Seite an die Wand, oder? Ja, kann man. Also wird jetzt die Basis hier quasi die Nahrungs... Genau. Da würde ich zweimal Weizen, zweimal Salat, einmal Tomate und einmal Beeren machen. Oder meinst du, wir brauchen zweimal Beeren? Obwohl, die sollen eigentlich hauptsächlich Salat fressen, dann die Beeren sind ja nur für die Torten, also reicht ein Bärenfeld, glaube ich. Ja. Braucht man denn für die komischen Felder alles? Ne, Samen und Holz, glaube ich. Holz und Stein. Und Pellsaft. Ja, Pellsaft brauchst du nur für Tomate und Salat. Und Salat, naja, wir wollen ja 2 Salat, 1 Tomate. Und Holz und Stein brauche ich noch ein bisschen. Psst. 25 Minuten spielen wir noch? Fragezeichen? Ja, also aber dann würde ich auch aufhören. Allzu lange werde ich auch nicht mehr. Aber dann können wir noch eine große Brutaktion starten, wenn wir noch 25 Minuten spielen. 26. Das wird immer mehr hier. 26, 4, 3, 2, 1. 26 Minuten genau. Dann sind nämlich alle Rieseneier fertig. Wie viele Samen haben wir denn hier eigentlich? Genügend. Werkbank haben wir noch keine, oder? Nee, wir haben tatsächlich noch gar nichts zum Produzieren gebaut. Aber Werkbank würde ich auch gar nicht bauen. Ich würde dann hier direkt Fließbänder bauen. Ganz ehrlich, wenn die Typen hier zwischen den Lagern spawnen, würde ich fast überlegen, die Mauer hier durchzuziehen. Also ist wie hier... Also wenn die da genau unten drunter spawnen, die sind ja genau hier gespawnt. Da, wo ich jetzt stehe. Dass du quasi hier nochmal ein großes Tor hinbaust, oder? Ja, also, 2. Dass man dann auf hier jede Seite in der Mitte durchgeht. Ja.
Dass man halt, wenn die spawnen, dass die hier drinnen sind und dann machen wir uns vielleicht hier oben einfach Balkone hin. Ja. Ne, dass wir die drei Wände rausreißen, dass wir hier unten reinschießen können. Weißt? Ja. Dass wir die einfach, wenn die hier spawnen, einfach abschlachten. Diese Mistratten. Genau, und die Maschinengewehre. Kein Pelsaft. Die stellen wir genau so hin, dass sie genau in die Mitte zeigen. Ja, genau. Hatte zufällig noch jemand Pelsaft? 6 Stück habe ich, warum? Weil wir ein bisschen was brauchen. Auf die eine Holzkiste kann ich nicht zugreifen. Ist das normal? Eigentlich glaube ich, dass wir alles zugreifen können. Jetzt geht's. Ja, es sind aber nur Blueprints drinne. Ja, ich habe 180 Pelsaft gefunden. Recht. Ja, irgendwo ist alles drin, da musst du nur suchen. Also ich find's schon krass, dass den Relaxaurus findet man relativ früh, aber den Sattel kann man sich erst ab Level 44 herstellen. So spät das. Ja. Sag mal, die Felder, müssen die komplett im Kreis stehen oder können die auch halb draußen stehen? Ich glaube, die können auch halb draußen stehen. Ich glaube, solange ein Pixel, glaube ich, irgendwie im Lager drin ist, müsste es eigentlich funktionieren. Ich will sogar halb in die Wand bauen hier. Ah, so. Da wollte ich gerade das Feld hinsetzen. Ja, jetzt so. War ich fertig. Ja, wird gepudelt. Steffi, du hast noch keine Backers verarbeitet, ne? Nee, weil ich noch kein gutes hatte, um... Ja. Das ist sehr gut. Igard, verpiss dich mal da. Wieso krieg ich ihn jetzt? Ich meine, kannst du mal die Bigard da hochnehmen, dass die hier mal... Mir fehlen 3 Holz. Zufällig jemand Holz in der Hosentasche? Nope. Ich habe 200 Holz in der Hosentasche. Dann kannst du mir rausschmeißen. Danke. Was war das jetzt hier? Salatacker, ne? Salatacker. Ja. Dann brauchen wir noch einen Tomatenacker. Und Bären einen noch? Ein Feld, ein Bärenfeld? Reicht erstmal, ne? Müsste, glaube ich, erstmal reichen, ja. So, und dann müssen wir halt die entsprechenden Pelz auch reinsetzen, die hier Dinge tun können. Ja, ich bin dabei. So, dann brauchen wir einmal wieder den Wachstums-3-Typ. Ja, also Saat 3. Saat 3 und der Bärdasch war ja noch drin mit Saat 2 in der anderen Base. Und dann ja, Bärdasch ist auf jeden Fall gut für Ernten und Transport. Der es hat fehlt 3. Ein Bett. Jetzt fehlen 2 Betten. Und der Ponti Aqua war drin. Ja, das reicht, warte mal, ja, das reicht aber jetzt. Schau mal drüber, so waren die an den anderen Base drin vorher. Ja, das sollte aber jetzt reichen. Dann jetzt brauchen wir 3 neue Betten. 3 neue Betten. Oh.